Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Heute sind wir im Wallis, Zalsfee. Wir suchen Tiere. Gämsen, Steinböcke, Rotwild. Ja, manchmal entdecken wir auch Ameisen und finden es noch ganz interessant. Heute starten wir unsere Wanderung von Saas-Fee und laufen Richtung Melchboden. Mit dabei sind auch der Wildhüter Helmut Antematten und der Biologe Ralf Imstipf. Unser Ziel? Wir wollen möglichst viel von der Tier- und Pflanzenwelt erfahren. Die Ameisen besuchen wir gerade als erstes. Ja, da gibt es eine sehr interessante Verhaltensweise der Ameisen. Und zwar, dass wenn die Ameisen unterwegs sind, und wenn sie arbeiten, sozusagen, dass einfach da immer ein grosser Teil nichts macht, nur mitwandert. Und dann aber lernt, was die anderen machen. Und wenn es dann einen Ausfall gibt, durch Dachsspecht oder so, oder durch x hunderte, tausende Ameisen können verloren gehen, so können die bis dahin nichts gemacht haben, die Arbeit von den anderen übernehmen. Und so geht es im Ameisenbau genau gleich weiter zu leben. Wildbeobachtungen sind beliebt, aber manchmal muss man viel Geduld haben. Der Thomas hat Glück. Ralf, nach was haben wir jetzt hier gerade Ausschau gehalten? Wir haben geschaut, ob sich irgendwo ein Gämsch oder Steinbock oben an relativ hoch am Rüft drin ist. Zwei haben wir gesehen, sogar, aber relativ weit weg. Wir sind sehr früh und fast alleine unterwegs. Der Geruch nach feuchtem Waldboden habe ich unglaublich gern. Und vor uns liegt ein einzigartiger Weg, der immer wieder zum Schauen und Geniessen einlädt. Da haben wir jetzt einen Arfe mit ziemlich vielen Löchern. Hat die alle den Specht gemacht? Also gewisse sind sicher einfach Ostlöcher. Aber nur eine ganze Serie, die der Specht gemacht hat. Also vom Durchmesser kann man sagen, fast sicher ein Schwarzspecht. Ja. Und offenbar macht er die Löcher gerne dort, wo drinnen schon weg ist. Nicht unbedingt, aber hier wahrscheinlich hätte sich jetzt das so ergeben. Ja. Mehr und mehr brennt die Sonne ab und auch die Natur um uns herum ändert sich. Es wird trockener und felsiger. Dort fühlt sich auch die Tierwelt zu Hause, die wir heute noch vor die Linse bekommen wollen. Tunnel machen sich gut auf dem Wanderweg. Sie sind aber nicht zufällig da, sondern haben eine wichtige Schutzfunktion. Thomas, jetzt sind wir durch zwei Tunnel durchgelaufen. Für was sind die da? Gesicherter Wanderweg. Es hat in den 70er, 80er und 90er Jahren ein paar Gletscherabbrüche gegeben mit zum Teil 20.000 Kubikmeter Eis. Unterwegs erfahren wir auch den Unterschied zwischen einer Natur- und Kulturlandschaft. Die letzte ist vom Mensch gestaltet. Die erste ist so, wie sie die Natur uns gegeben hat. Wir bewegen uns im Moment in einer Kulturlandschaft. Die Alpenflora hingegen fragt nicht, wo sie sich herpflanzt. Wir haben hier oben so viele Alpenrosen. Ja. Oder? Sind das jetzt die von Pullover? Wahrscheinlich. Könnte sein. Es gibt in der Schweiz zwei verschiedene Alpenrosen. Eine ist auf Kalch. Das ist die bewimperte Alpenrose. Und die, die wir hier haben, das ist die rostblättrige Alpenrose. Und ich weiss jetzt gerade nicht genau, ob im Berner Oberland die bewimperte oder die rostblättrige vorkommt. Aber eine von beiden, ganz sicher. Und beide sind sicher sehr schön. Und ich nehme nicht an, dass der Pullover den Unterschied kennt. Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber er hat Schönheit besungen und das ist das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wir
Wir sind schon wieder auf dem Rückweg nach Saas-Fee und kurz vor Schluss entdecken wir noch eine Spur, die zum Spekulieren einlädt. Es könnten die Abdrücke von einer Hundepfote sein, aber auch genauso gut von einem Wolf. Vor ein paar Monaten hat Helmut Antamatte in dieser Gegend noch ein paar gesehen. Auch wenn es ein elegantes Tier ist, ein Wolf muss ich jetzt doch nicht unbedingt begegnen, denke ich. Und bin glücklich, dass ich am Ziel bin.